Hallo an alle. Heute grüße ich euch aus dem wunderschönen Schneewald hier. Es hat die ganze Nacht geschneit und es ist wunderschön. Wir hatten die letzten Tage gerade Imbolc und es war auch noch blauer Mond, also der zweite Vollmond in einem Monat. Das heißt, hier bündeln sich extremst viele Kräfte gerade aufeinander. Und heute, da es hier so wundervoll verschneit ist, hatte ich einfach mal Lust, ein kleines Ehrungsritual für die Göttin Skadi zu machen. Skadi ist die nordische Göttin der Wildnis, des Schnees, der Jagd. Und ich denke, die Menschen in früherer Zeit, die haben zwar dieses ganze Weiß auch als schön empfunden, aber es war für sie weitaus schwerer, in dieser Zeit überhaupt zu überleben. Also sie waren ja wirklich von der Natur vollkommen abhängig. Das sind wir heute zwar auch noch, aber nicht in diesem Maße. Das war wirklich eine Zeit auf Leben und Tod. Wobei es jetzt auch wieder dem Licht zugeht. Ihr seht, hier schneit es wieder gerade. Also wir befinden uns auf der Schwelle von der Dunkelheit zum Licht. Dieser ganze Prozess hat an Yule begonnen und setzt sich nun an Imolk fort. Und ich wollte einfach mal die Herrin der Wildnis ehren, die Herrin der wilden Tiere, aber auch die Herrin des Schnees und des Winters und der Stille und des Friedens. Herrin der Jagd, Herrin des Friedens, Herrin der hohen Wipfel, Herrin des Himmels, Herrin des Weiß, Herrin der Ruhe, Herrin der Stille, aber auch Bringerin des Lichts. Herrin, ich rufe dich und ich ehre dich mit meinem Trunk. Herrin, Herrin der Weisheit, Herrin der Selbstständigkeit, Herrin der Freiheit. So sei es, geehrt seist du, Skadi. So sei es. So. Das war es jetzt heute von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es bei euch geschneit hat, hoffe ich, ihr genießt noch ein wenig den Schnee. Und diese ganze Ruhe und dieses ganze Reflektive und diese Reinheit, die er mit sich bringt. Bis bald.